So, ihr lieben Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt mit dem neuen Paar von Let's Play Professor Layton und die, ja, also nicht, nee, Laytons Mystery Journey und ja, Jan Schuhe, lieben, weil ich viermal so kacke, ja, als aufnehme, aber okay, ich würde sagen, fangen wir an, jetzt, ihr Lieben, also los geht's, ich freue mich drauf, Entschuldigung, ihr Lieben, so. Ich habe im Internet nachgeguckt und man sollte, schon darauf achten, dass man nicht Scheiße macht, nichts Scheiße daran macht, weil ich glaube, genau, ihr Lieben, man sollte darauf achten, dass man den Kuchen irgendwie oder auch besser so ein bisschen formt oder auch irgendwie die Dreiecke richtig gut formt, weil wie man sieht, muss ich das K richtig formen, ihr Lieben, und das ist halt leider nicht einfach, aber wir gucken mal, ob wir es schaffen. Ich hätte nämlich gerade noch mal im Internet nachgeguckt, ihr Lieben, und deswegen, ja, gucken wir, ob wir es schaffen, ihr Lieben. Deswegen, ganz viel Spaß, ihr Lieben. So, ich denke mal, ich schaffe es auch irgendwie, aber es ist halt nur ein bisschen schwer, aber sonst, wenn wir es ein bisschen schaffen, dann ist auch alles okay. Ich denke schon, dass wir es irgendwie schaffen. So. Aber wie am besten, ich weiß nicht, wie man es am besten schaffen kann, also irgendwie bin ich ein bisschen unzufrieden, aber okay. Das ist halt das Problem leider, aber okay. Wie mache ich das am besten denn? Wie? Wie denn? Das ist irgendwie komisch, ne? Also ich glaube, dass ich, sorry, weil ich so lange hier im Kacke mache, aber ich muss leider nachdenken. Ich glaube, so geht's, ich glaube, so geht's auf jeden Fall, glaube ich, so. Also es wird ganz viel Spaß mit den neuen Parts, sorry, weil ich so ein bisschen lang mache, ich bin einfach dann mal, dass ihr versteht. Sorry. Wollte ich gar nicht machen, ach, ist egal, komm. Hauptsache, ihr habt Spaß, ihr Lieben, und ja, ich habe auch gerade echt viel Spaß. Ich habe Probleme, weil ich nicht weiterkomme gerade, aber okay. Wir machen schon irgendwie. So. Aber wir am besten, ich weiß nicht wie, leider, Mensch. Du vielleicht? Ja, so vielleicht. Irgendwie. So, aber wie mache ich am besten jetzt? So, wie irgendwie? Und ich weiß auch nicht, wie ich es machen, wie ich es am besten machen soll. Ach, komisch, ne? Irgendwie, ja, okay. Aber wie? Aber wie?
So vielleicht. Ich bin auch mal so ein bisschen doof, aber ist okay. Na, okay, ich kann wohl nichts ändern. Ich versuche es noch einmal, das, vielleicht das auch noch mal zu verändern, aber ich schau mal. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß hier mit diesem neuen Part. Ich brauche wirklich mal eben sowas hier. Okay, alle müssen gedreht werden. Okay, ja, passiere direkt am rechten Rand. Okay. Ja, so vielleicht, irgendwie so vielleicht. Vielleicht so. Ach so, okay. Ach Gott, ich bin ein bisschen dumm. Komisch irgendwie, ne? Das ist irgendwie nicht weitergekommen. Aber okay. Ach, ich bin peinlich, aber okay. Also, okay. Oh Gott, ich bin so dumm dafür, ich bin so dumm dafür einfach. Das ist auch falsch, okay. So vielleicht. Das wäre echt geil, wenn ich mal schaffen würde jetzt gleich. Das wäre echt geil, aber schau mal. Ich schaff's auch nicht. Noch nicht, okay. Ach, nochmal nicht, okay. So vielleicht. Auch nicht, okay.
Vielleicht auch einfach so. Kann auch durch seine Lieben. Aber sieht gut aus. Jetzt gleich mal hier. Du gehst vielleicht mal hier, wenn es geht. Mach doch mal jetzt. Oder auch einfach so vielleicht. Das nicht. Ah, ich hab geschafft. Endlich. Dankeschön. Oh. Gott sei Dank habe ich es noch irgendwie geschafft. Oh mein Gott, das war echt nicht einfach. Ich habe es noch irgendwie geschafft. Ich habe es fast irgendwie. In meinem Kopf gerade gedacht, irgendwie Kopfdenken noch, habe ich es gerade noch geschafft, nach 14 Minuten, okay. Ja, sorry, ne? Wegen der langen Sache, aber okay. Aber das war echt nicht einfach, aber ich habe es geschafft, ihr Lieben. Ich bin ein bisschen froh gerade auf mich. Ich bin ein bisschen froh gerade, ihr Lieben, aber ist okay. Aber danke schön, dass ihr euch noch mal das Video anguckt hier. Wenn ihr es nochmal seht, ihr Lieben, dann vielen Dank. Ich danke euch. Ich danke euch auf jeden Fall. Vielen Dank, das ist echt nett von euch. Und jetzt habe ich es verstanden, ihr Lieben. Ich muss nämlich im Hintergrund gucken und das ist halt das Wichtigste. Ja, genau. Ich bin ein bisschen doof gewesen. Sorry. Ja, genau. Das habe ich gar nicht gecheckt, ihr Lieben. Ich habe dann mir gerade schon so gedacht, kann auch so sein, dass man im Hintergrund gucken soll. Man muss nämlich die. Man soll diesen Kick da irgendwie wegdrängen. Ist irgendwie komisch, ne? Würde ich auch sagen, ihr Lieben. Ich habe irgendwie erst gedacht, dass man die Kreuze oder diese Dreiecke mit den K halt verbinden kann oder auch irgendwie verbinden sollte. Aber dann wurde es halt jetzt im Kopf verarbeitet, als man sollte im Hintergrund dieses K verbinden. Jetzt habe ich verstanden. Ich hätte sonst jetzt wirklich früher auch erraten, aber ich habe leider nicht früher erwarten. Aber okay, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß, jetzt, ihr Lieben, mit der nächsten Folge von Let's Play Professor Layton. Ich war ein bisschen gerade echt doof
Und ja, ich will euch einfach mal ein bisschen mehr jetzt noch hier zeigen, weil ich glaube, ich habe euch ein bisschen gelangweilt gerade wegen den Kackgeräten. Aber okay, ich würde sagen, let's go, genau. So, dann würde ich sagen, machen wir auch jetzt weiter. Die freuen sich euch drauf. Sorry, dass ich ein bisschen gebrochen habe, wie gesagt, wegen den Rätsel. Aber ich denke mal, wir haben trotzdem Spaß hier über diesen geilen Let's Play-Video hier von Professor Layton und auch letztens Mr. Johnny und so weiter und so fort. Ja, genau. Es wird echt geil, ihr Lieben. In Folge 2, ich weiß, Folge 1 haben wir auch nicht viel geschafft, aber jetzt versuchen wir wirklich noch den Part ein bisschen mit guten Sachen noch zu füllen. Deswegen, let's go. Vielleicht wird er auch ein bisschen länger sein, wir schauen mal. Der besondere Spielstand am Ende des Spiels beinhaltet einige Boni, darunter auch die Akte streng geheim. Je mehr bekannt du im Verlauf des Spiels angesammelt hast, desto erstaunlicher sind die Entdeckungen, die du in dieser Akte nachlesen kannst. Okay, alles klar. Ich will Frau sehr. Ritze 001 erreicht. Alles klar. Du scheinst was drauf zu haben. Danke. Warum kommst du nicht rein? Gerne. Erst einmal so runterkommen, ist einfach mal ein bisschen Spaß haben. Und? So. Was kann ich für dich tun? Ist doch offensichtlich, sieht man das nicht. Was denn? Ich bin ein sprechender Hund. Ja, das stimmt. Und? Und? Also gut, und ich habe wohl mein Gedächtnis verloren. Oh, ein Hund mit Gedächtnisschwund? Wenn ich wenigstens meine Eltern kennen würde, ich fühle mich schon wie ich, aber nicht so richtig. Was, wenn ich von der Straße komme? Ist das alles? Nein, ist es nicht. Du sollst herausfinden, wer ich wirklich bin. Ach, ich weiß ja nicht. Ach komm schon, wie oft kommt hier ein sprechender Hund rein? Hast du nicht noch was? Eine Büchse, die beim Öffnen tötet. Ein Brief aus der Zukunft. Was soll das heißen? Einer uralten Zivilisation. Sowas in der Art? Nichts von der Art. Tja, ich schätze, du bist mein erster Fall. Das ist wohl Schicksal. Na schön, gibt es Hinweise? Also, es ist so, mich kann nicht jeder verstehen. Manche schon, andere nicht. Man findet nur selten jemanden, der mich versteht. Der Hund, er kann sprechen. Und hier ist noch wer Seltenes, der dich versteht. Wer ist das? Mein Assistent. Ich meinte, ich brauche keinen, aber er wollte das nicht hören. Er spürt nicht, wie unangenehm. Was geht denn hier vor sich, Miss Layton? Ich soll für diesen sprechenden Hund rausfinden, wer er ist und wo er herkommt. Also haben wir unseren ersten Klienten. Unglaublich. So ein faszinierender Fall schon am allerersten Tag. Dein Ruf eilt dir wirklich voraus. Du müsstest mir noch sagen, wie du heißt. Ernest, Miss. Ernest Drawick, Miss. So ist er nun einmal. Ich verstehe. Hab ich etwa was Falsches gesagt? Egal. Dabei kenne ich nicht mal meinen eigenen Namen. So, so. Und erinnerst du dich überhaupt an was? Ich habe eine vage Erinnerung an einen Turm oder etwas, das herunterfällt, und an einen Blitz am Himmel. Das war's? Nun ja, richtig viel ist das nicht. Hat dich wer gefragt? Ach, viel ist es nicht, aber wir haben keine anderen Fälle. Also warum nicht? Ich gebe mein Bestes. Im Ernst? Na, das ist toll. Aber ich bestehe auch bei Freunden auf einem Honorar. Was? Arm bin ich nicht. Also, hier sind die Formulare. Wir brauchen noch einen Namen. Wie wär's mit, Churl? Passt das? Churl? Du kannst dich doch an deinen Namen nicht erinnern. Daher habe ich mir einen überlegt. Inspiriert vom berühmten Sherlock Holmes. Damit hast du jetzt sogar einen Nachnamen. Oh, das ist famos. Nach jemand so berühmten benannt zu werden. Und noch einmal, hat dich wer gefragt? Was heißt das? Heißt jetzt? Holmes. Churl O.C. Holmes. Niemals! Ja, nicht, Churl. Nein, das klingt nach einem Mädchennamen. Ach, Churl, kein Grund, knurrig zu werden. Cat, sind Sie da? Ah, Inspektor Hastings. Alles klar.
Ich glaube auch, ist ein gleiches gutes Gespräch. Dann würde ich sagen, los geht's. Genau, wir sprechen gleich ein bisschen mit dem Mann, da habe ich gehört. Wird es ein bisschen dauern, bis wir fertig werden. Deswegen habe ich mir gedacht, geht's los, ihr Lieben. Ganz viel Spaß jetzt, wenn es nicht abbricht hier alles. Wenn die Kamera nicht abbricht, würde ich sagen, können wir ja beginnen. Let's go, genau. Und viel Spaß, ihr Lieben. So. Ach, Scheiße.